Dies ist eine Frage an alle Christen. Das Christentum behauptet, das klassische Christentum behauptet, das heißt Protestanten, Katholiken sowie auch freikristliche Kirchen und Orthodoxe behaupten, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch sei. Dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch sei. Viele Christen wissen das nicht, weil diese Lehre meistens in der Kirche auch nicht beigebracht wird, weil das zu noch mehr Kirchenaustritten führen würde. Denn dieses Konzept ist für viele Menschen einfach oder für alle Menschen nicht nachvollziehbar. Jeder sagt, dass das unverständlich ist und dass es widersprüchlich ist. Und ich möchte hiermit jedem Christen die Chance geben, die Wahrheit zu finden. Ja, es treten jährlich 200.000 Christen aus der Kirche aus, in Deutschland nur. Und ich möchte auch, dass ihr austretet und dass ihr zu uns kommt, dass ihr den Islam annimmt. Und deswegen, ich weiß, dass viele jetzt sagen werden, hey, das stimmt doch gar nicht, wir glauben gar nicht, dass Jesus Gott ist, sondern wir glauben, dass Jesus wahrer Gott ist. Dass Jesus Sohn Gottes ist. Ich habe deswegen auch, als ich diesen Jugendlichen auf die Bühne gerufen habe, ihn erstmal gefragt. Und ich wusste schon, was er antworten wird, weil ich gemerkt habe, dass er von seinem Stil her zu einer fundamentalistischen, freikristlichen Kirche gehört. Weil wir wissen, mit wem wir reden und worüber wir reden. Ja? Das wollte ich nur an einigen Muslime, wollte ich diesen Tipp geben, weil viele Leute wollen mitreden, haben aber gar keine Erfahrung von der Dauer und wissen gar nicht, mit wem ich dort rede und warum ich mit dem rede und wie ich mit dem rede. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Dessen, bevor man jemanden verbessert oder bevor man seinen Senf dazu tut oder Leute schlecht redet, insbesondere die versuchen, die Religion zu verteidigen, sollte man erstmal die Frage stellen und nicht die Arroganz besitzen, sich einfach in den Vordergrund zu tun und sagen, hey, das ist aber falsch, du musst das so und so machen. Sondern fragen, wäre es nicht besser gewesen, hätte man das nicht besser so und so gemacht. Musst du nicht so schreien, ja, nachher kennen die Leute noch an und sagen, du bist ein Hassprediger oder so. Stell dir mal vor. So, ich habe eine Frage an dich. Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Okay, du glaubst, dass Jesus Gott ist? Du weißt es, okay, sehr gut. Ich habe eine Frage an dich. Ist Gott allwissend? Gott ist allwissend, also Jesus ist allwissend. Okay. Lügt Gott? Also Jesus lügt nicht. Okay. Johannes 13, Vers 32. Entschuldigung, Markus. Markus 13, Vers 32. Jesus wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? Er sagt, das weiß nicht ich. Das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur Gott. Hat er hier gelogen oder weiß er es nicht? Er weiß es nicht. Dann ist auch nicht Gott, was ich sage, Gott weiß alles. Okay. Das nur kurz dazu. Jetzt nochmal zum Christen. Wenn ihr glaubt, dass Jesus nicht Gott ist, wollte ich euch sagen, dass ihr keine Christen seid. Geht zum katholischen Katechismus, da steht drin, wer nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, kann sich nicht Christ nennen. Wer nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, geht laut Christentum in die Hölle. Und ihr könnt gerne zu der Kirche gehen, zur Kirche gehen und fragt dort einfach mal nach. Fragt, ist Jesus Gott? Und Sohn Gottes, und sie werden dir bestätigen, Jesus ist Sohn Gottes und Gott selber. So. Und hier stelle ich die Frage an jeden Christen. Sowohl diejenigen, die sich Christen nennen, aber eigentlich keine Christen sind, weil sie gar nicht glauben, dass Jesus Gott ist. Als auch diejenigen, die fest am Christentum festhalten wollen und die behaupten, Jesus sei Gott. Ich frage, ist Gott allwissend? Wenn Gott allwissend ist, frage ich, dann muss Jesus auch allwissend sein. Okay. Dann frage ich, lügt Gott, wenn Gott nicht lügt? Und ich weiß, ihr werdet alle sagen, Gott ist allwissend und Gott lügt nicht. Das sagen wir Muslime auch.
Das heißt, wenn Jesus Gott ist, dann muss er alles wissen und er darf nicht lügen. Jesus wird gefragt in Markus 13, Vers 32. Markus 13, Vers 32. Zum Mitschreiben, Markus 13, Vers 32. Nochmal, Markus 13, Vers 32. Er wird nach dem jüngsten Tag gefragt. Wann ist der jüngste Tag? Und er sagt, ich weiß es nicht. Jesus sagt, dass er es nicht weiß. Dass er es nicht weiß. Wenn Jesus Gott wäre, müsste er es wissen. Und wenn da Jesus entweder laut eurer Meinung Gott ist und laut unserer Meinung ein Prophet ist, hat er auch nicht gelogen. Das heißt, wenn er nicht gelogen hat hier und er sagt, er weiß es nicht, dann zeigt das ganz eindeutig, dass Jesus nicht Gott ist. Jesus ist nicht Gott. Jesus ist ein Diener Gottes, so wie in Matthäus 26, Vers 39 drei Schritte weiter ging, mit seinem Angesicht zu Boden fällt und zu Gott betet. Und deswegen müssen wir uns Jesus zum Vorbild nehmen und Diener Gottes werden. Und nicht Jesus anbeten, sondern Gott selber. Frag dein Herz selber. Muss man Jesus anbeten? Und glaub es mir, du wirst sehen, dass du ihn nicht anbeten musst. Im Gegenteil, dass es verboten ist, ihn anzubeten. Denn man darf nur Gott selber anbeten. Das ist für die Christen. Und wie gesagt, das ist eine Herausforderung. Gebt mir eine plausible Antwort. Bitte, redet, seid ehrlich zu euch selber. Es gibt einige Leute, die im Internet einen heißen Brei rumlaufen. Ja, in der Bibel steht, Jesus ist Gott. Okay, nehmen wir mal an, in der Bibel steht, Jesus ist Gott. Dann widerspricht sich die Bibel, weil hier ist Jesus eindeutig nicht Gott. Dann ist es ein Widerspruch. Und dann muss man sich fragen, wenn es ein Widerspruch ist, ob die Bibel 100% von Gott ist. Wenn sie nicht 100% von Gott ist, dann bestätigt das den Koran, der sagt, dass in die Bibel Fehler reingekommen sind, wie beispielsweise in Sure 2, Vers 79. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Wehe denen, die das Buch mit ihren eigenen Händen schreiben, dann sagen, dieses von Allah, um damit einen geringen Preis zu erlangen. Ja, ganz klar. Und sogar das Alte Testament sagt, dass Teile in der Bibel verfälscht sind. Jeremia 8, Vers 8. Ihr sagt, die Weisheit ist bei euch und das Gesetz Gottes. Ja, aber der Lügengriffel der Schreiber hat es zur Lüge gemacht. Das heißt, es sind Lügen mit reingekommen, es sind falsche Dinge mit reingekommen. Es ist ein gutes Buch, aber falsche Dinge sind mit reingekommen. Und zu den falschen Dingen gehört, dass Jesus als Gott verehrt wird. Und deswegen hat der allmächtige Gott seinen letzten Propheten Mohammed geschickt, Frieden und Segen mit ihm, um den Menschen beizubringen, dass man nicht Jesus anbeten darf, nicht Maria anbeten darf. Und dass man nicht Mohammed anbeten darf oder irgendeinen Baum, Stein, irgendein Geschöpf anbeten darf, sondern dass man nur Gott alleine anbeten darf. Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Diene Allah und gib ihm keinen gesell ihm keine Götter bei. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.